Schattenboxen. Jeder kennt die Regeln. Wenn der Spieler dreimal richtig errät, wofür sich der Gegner entschieden hat, gewinnt er. Links, rechts oder hoch. Alles klar, Leute. Wie wir sehen können, spielen wir jetzt gerade den berühmten Schattenbox-Modus in Roblox. Um ehrlich zu sein, bin ich sehr aufgeregt, Leute. Aber, by the way, bevor wir jetzt unseren ersten Kampf bestreiten, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um einen kleinen YouTuber zu unterstützen. Also, wenn das jetzt unser erster Kampf war ohne Gegner, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, Mann. Ich glaube, wir sollen neuen Gegner suchen. Let's go. Ich habe gehört, dass du mit mir kämpfen willst. So begann der spannende Kampf zwischen dem kleinen Roblox-YouTuber mit USL und dem Gegner CC5950. Fight! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga, was ging gerade mit meiner Stimme ab? Auf jeden Fall drücke ich gerade random auf irgendwelche Knöpfe, aber das Problem ist... Also das Problem ist, Leute, ich weiß nicht, wie ich Das waren keine menschlichen Stimmen, Digga. Ich bin euch ehrlich, das war kein Mensch in mir drinne. Auf jeden Fall drücke ich die ganze Zeit auf irgendwelche Knöpfe, aber ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert, Digga. Ich habe gerade sowas von gelabert, irgendwas von dies, das, aber ich weiß wirklich nicht, wie das Spiel geht. Ich drücke die ganze Zeit immer noch auf diese Scheißknöpfe. Digga, was hat der mit mir gemacht, Junge? Hä? Wie sinnlos, Digga? Was? Okay, ich habe verloren. Let's go. Digga, alles schön und gut, aber warum kann ich nicht laufen? Hä, was ist das denn jetzt? Der, also was geht bei den Frauen ab? Die wissen, glaube ich, auch nicht, wie das Spiel geht. Kennst du das? Du hast Durst und du weißt nicht, was du machen sollst? Hier kommt mein Sponsor ins Spiel. Und zwar ist es eine Wasserflasche. Ja, Leute, mein Sponsor ist eine Wasserflasche, Leute. Digga, warum mache ich so eine Werbung? Lass ein Abo da, diese Spinne wird euch beißen. Ich habe keine Freunde. Try me, bitch. Okay. Also, keine Ahnung. Also, ich weiß, ich will mir das nicht anschauen, Mann. Ciao, ich geh weg. Hey, du da. Möchtest du mit mir kämpfen? Nein, ich zwinge dich zum Kampf. Junge, du kleiner Go, fang doch an, mit mir zu kämpfen. Mann! Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaub wirklich nicht, dass er mit mir kämpfen möchte. Fight! Ich weiß immer noch nicht, wie das Spiel funktioniert. Ist es gerade wirklich Spider-Man, der einfach tanzt? Hallo Spider-Man. Jeffrey wird gerade entführt, Junge. Warum machst du die ganze Zeit diese Tänze? Statt den Arm, Unterhose und Jeffrey zu retten, machst du Fortnite-Dance in Roblox. Spider-Man. Warum ist da so ein krasses Publikum, Digga? Was geht bei dem Kampf hier ab? Digga, was? Der hat gerade mehr gemacht, als Spider-Man in den letzten 5 Jahren gemacht hat. I'm gay. Ey, also, der, das ist nicht beleidigend gemeint oder so. Ich fand den Meme einfach nur funny, deswegen. Junge, warum ist diese Figur so groß, Digga? Die sieht nicht natürlich aus. Digga, wie als würde sie aus den Backrooms oder so kommen. Me too, Digga. Weil ich am AMG geschrieben hatte. Das ist geil, wenn man Witze machen kann, ohne als feindlich zu zählen oder gecancelt wird. Digga, seit wann hat die Backrooms-Figur angefangen zu kämpfen? Auf jeden Fall kämpfen wir jetzt gemeinsam. Ich weiß selbst nicht, wie es passiert ist, aber let's go. Junge, warum ist er gestorben, Digga? Ich dachte, dass es irgendwie so ein Hacker oder so ist. Digga. Spider-Man, Spider-Man. Junge, Spider-Man, jetzt nicht wirklich. Digga, was machst du da, Mann? Ey, ihr kämpft gegen Spider-Man, anstatt dass er die Welt rettet. Aber noch so eine spontane Sache, Leute. Wenn ihr bis hierhin schaut, dann schreibt Spider-Man in die Kommentare. What's Pippin, Spider-Man? Ich werde jetzt gegen dich gewinnen. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Digga, ich wurde gerade nicht wirklich im Jahr 2023 als Roblox-Muskeln von einem Fake-Roblox-Spider-Man, der eigentlich die Welt retten sollte, geschlagen. Ich weiß gerade wirklich nicht, was mit mir passiert ist, Leute, und warum ich so schnell geredet und beleidigt habe, Leute. Hoffentlich passiert das nicht noch einmal. Anstatt dass unser Fake-Spider-Man zurück nach New York City kehrt, um seine eigene entführte und verschwundene Oma zu retten, kämpft er gerade gegen I'm not a boy, I'm not a girl, I'm a coconut. Und das im Jahr 2023? Ich habe keinen Bock mehr, mit diesem Kampf anzugucken. Lass mal ein bisschen Speed-Up machen. Okay, ich werde jetzt noch ein einziges Mal schnell und hart beleidigen.
aber vorher schreibt Team USL in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Okay, Leute, 3, 2, 1.